Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Endstand vor 17.344 Zuschauern und Herbert Grönemeyer 3:2 für den VfL. Ich darf Sie hier recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen, ebenso unsere Gäste, Fans und Zuschauer in den angeschlossenen Bereichen der Stadtwerke Bochum Lounge, dem VIP-Treff Nordtribüne und dem 1848. Ein besonderer Gruß geht an unsere Gäste aus Franken, deren Cheftrainer Stefan Leitl sitzt hier ebenso neben mir wie unser Chefcoach Robin Dutt. Und wie immer gebührt dem Gast das erste Wort. Herr Leitl, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, danke schön. Erstmal schönen guten Tag zusammen. Glückwunsch an Robin Dutt und den VfL zum Sieg. Wir haben, denke ich, ein sehr, sehr wildes Spiel gesehen in beiden Richtungen mit sehr viel Toraktionen sowohl in der oder Torraumaktionen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Wir hatten zweimal den Moment auf unserer Seite, sowohl nach dem 1-0 als auch nach dem 2-1. Haben leider es verpasst, dann nachzulegen und haben auch keine Ruhe ins Spiel bekommen. Und so müssen wir am Ende eine sehr bittere und auch unnötige Niederlage hinnehmen. Dankeschön. Vielen Dank. Robin, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, wir kamen früh in Rückstand nach diesem Eckball, was natürlich in unserer momentanen Situation normalerweise nicht gut gerade ist für Selbstvertrauen. Ich fand aber, dass wir nach dem 0-1 bis zum 2-1 von Fürth wieder eigentlich unsere beste Phase in diesem Spiel hatten. Haben wir sehr hoch gepresst und hatten gute Balleroberung, kurze Konter zum Tor, auch gute Abschlüsse, Flanke von außen mit Chungi im Kopfball. Lukas hatte zwei gute Situationen. Da haben wir eigentlich richtig gut Fußball gespielt. Dann kommt ja dieses Tor dann in eine Phase, wo wir eigentlich gut im Spiel waren. Und dann haben wir von da an das restliche Spiel schon vorher eigentlich immer Probleme gehabt mit der Restverteidigung, wie es der Kollege gesagt hat. Es wäre von beiden Seiten ein sehr wildes Spiel. Du hast immer den Eindruck gehabt, wenn die erste Ebene, egal ob von Fürth oder von uns, ausgespielt war, dass dann die letzte Reihe immer in Schwierigkeiten gekommen ist. Da gab es keine Ebenen dazwischen, die das Spiel dann langsam gemacht haben, nach außen gedrängt haben. Und das hat uns natürlich auch Schwierigkeiten bereitet. Es war natürlich wichtig in der Situation, dass die Mannschaft eine Moral gezeigt hat, gegen diese Widerstände anzukämpfen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass bis zum Schluss so auch bei Fürth der Ball reinrutschen kann und bei uns kann er reinrutschen. Und diesmal war es eben bei uns und da haben wir wirklich nachgesetzt, waren gut drauf und sind diesmal der glückliche Sieger und freuen uns aber natürlich in dieser schwierigen Gesamtsituation, die wir haben, dass wir jetzt den doppelten Boden nach unten eingezogen haben. Danke. Also ein Problem haben wir noch. Wer bringt jetzt Herbert Grönemeyer bei, dass er als Glücksbringer jede Woche kommen muss? Das wissen wir noch nicht. Danke. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben an einen oder beide Trainer, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Mikrofon wird Ihnen gereicht und Sie können loslegen. Philipp Rentsch von Westline macht den Anfang. Zur Pause gab es einen Wechsel. Tim Hoogland wurde rausgenommen. Leistungsbedingt, verletzungsbedingt? Ja, es war so, wie ich ja schon gesagt habe, dass wir mussten relativ oft in 1-1 Laufduelle oder in hohe Bälle gegen Fürth, die wirklich viel Geschwindigkeit gehabt haben. Und deswegen wollte ich Baumi bringen, der sehr schnell ist und auch viele Dinge ablaufen kann, auch im Kopfball die Dinge wegmachen kann. Und deswegen haben wir die Entscheidung so getroffen, da noch einen schnellen Spieler hinten mit reinzuziehen. Herr Schulz von der Westdeutschen Zeitung in der ersten Reihe. Herr Dutt, wo ein lachendes Auge ist, ist auch ein weinendes Auge. Drei Tore von Lukas Hinterseher. Wie stark ist denn Ihre Chance noch, dass Sie richtig ernsthaft um ihn kämpfen können? Sonst fehlen Ihnen in der nächsten Saison mal lässig 20 Tore. Ja, also wir werden nicht alles tun, um ihn zu kämpfen, aber Lukas hat einmal mehr gezeigt, wie man sich als Spieler für einen Verein reinhängt, auch wenn die Vertragssituation offen ist. Und ich finde, er ist immer vorbildlich, er geht immer vorne draus. Und manchmal wird fast zu viel von ihm erwartet. Er soll bis zum 16er kommen und grätschen, die Bälle erobern, vorne soll er sie machen, dann soll er sie halten. Und ich glaube, wir müssen sehr dankbar sein, dass wir so einen Spieler wie Lukas haben, der sich hier voll reinhängt. Und wenn es eine Chance gibt, dann wird die Sesi auch packen, unser Sportdirektor Sebastian Cinci-Lorz. Aber natürlich ist so ein Stürmer begehrt, das wissen wir. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann
Vielen Dank für Ihr Erscheinen. Wir sehen uns hier wieder nach Ostern erst, wenn beim nächsten Mal der 1. FC Magdeburg am 4. Mai hier zu Gast ist. Vielen Dank.